Nach dem tragischen Unglück an einer Bahnstrecke im nordrhein-westfälischen Recklinghausen sind die Umstände weiter unklar. Ein 10-jähriger Junge kam ums Leben und ein 9-jähriger wurde schwer verletzt, als die beiden von einem Güterzug erfasst wurden. Der Innenminister von NRW, Herbert Reul, eilte noch am gestrigen Abend an den Unfallort. Da die Ermittlungen noch laufen, gaben jedoch weder der CDU-Politiker noch die Polizei bisher Ermittlungsergebnisse bekannt. Die Bahnstrecke, sie ist noch immer gesperrt. Viktoria Schulte fasst den bisherigen Stand zusammen. Mit Drohnen suchen Rettungskräfte im Dunkeln die Gleise nach weiteren Verunglückten ab. Anspannung bei den 35 Einsatzkräften vor Ort. Hier in Recklinghausen hat ein Güterzug am frühen Abend zwei Kinder erfasst. Ein 9-jähriger Junge kämpft im Krankenhaus um sein Leben. Ein 10-jähriger ist getötet worden. Die Unglücksstelle befindet sich in der Nähe eines alten Güterbahnhofs. Noch am späten Abend reist NRW-Innenminister Herbert Reul nach Recklinghausen, macht sich vor Ort ein Bild der Lage. Ich bin total betroffen und sowas lässt einen ja nicht ruhig. Und selbst wenn man weiß, man kann außer schlauen Sprüchen auch nichts machen, ist es fürchterlich. Eine Eisenbahn, Kinder im jungen Alter, das ist schon fürchterlich, was da passiert ist. Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere betroffene Kinder. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Und damit schauen wir auf weitere Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird von der Hessen-SPD heute also offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober nominiert. Heftige Kritik kommt aus der Union und auch bei den Ampelpartnern von Grün und FDP gibt es Unverständnis. Denn trotz des bevorstehenden Wahlkampfes will die Sozialdemokraten ihr Ministeramt behalten und bei einer Niederlage auch als Bundesinnenministerin in Berlin bleiben. Kanzler Scholz nahm seine Parteifreundin demonstrativ in Schutz und versicherte bei einem Bürgerdialog in Marburg, dass Faeser ihr Amt als Ministerin trotz des Wahlkampfes mit voller Kraft ausfüllen werde. Das Robert-Koch-Institut hat das Corona-Risiko von hoch auf moderat herabgestuft. Als Gründe gab die Behörde an, dass es aktuell zu weniger Ansteckungen mit milderen Verläufen komme und eine breite Bevölkerungsimmunität bestehe. Dennoch rät das RKI, sich weiter vor einer Infektion mit dem Tragen von Masken in Innenräumen zu schützen und häufig zu lüften. Bei einer erneuten Verschlechterung der Lage sei es aber nicht ausgeschlossen, das Risiko wieder hochzustufen, so das Robert-Koch-Institut. Vor Beginn des heutigen EU-Ukraine-Gipfels in Kiew hat der ukrainische Präsident die Erwartungen seines Landes noch einmal hochgeschraubt. In seiner nächtlichen Videoansprache betonte Selenskyj, dass er noch in diesem Jahr die Aufnahme der Beitrittsgespräche erwarte. Wegen des russischen Aggressionskrieges bekam die Ukraine ja erst im vergangenen Jahr im Schnellverfahren den Beitrittsstatus. Eine große Hürde ist jedoch weiterhin die hohe Korruption im Land. Außerdem geht es um die Kriegsfolgen und weitere europäische Hilfen für die Bevölkerung und den Wiederaufbau. Heute tagt die EU-Spitze um Ursula von der Leyen in einem Kriegsgebiet. Es geht um Hilfe für die überfallene Ukraine und die europäische Perspektive für Kiew. In Tschornobyl, unweit der belarussischen Grenze, bereitet Moskau wohl gerade mit Belarus gemeinsam die neue Bodenoffensive vor. Die Ukraine drängt. Sie hat den Kandidatenstatus für die EU. Doch in einer Ansprache vor dem Meeting betont Präsident Volodymyr Selenskyj erneut die Dringlichkeit eines raschen Verhandlungsbeginns. Die Ukraine verdient es, dass die EU-Beitrittsverhandlungen noch dieses Jahr beginnen. Militärische Unterstützung kommt aus der EU bereits. Die Bundesregierung hat jetzt zudem die Lieferung von Leopard 1 Kampfpanzern an die Ukraine aus Industriebeständen freigegeben. Kanzler Scholz verteidigt die Lieferung, will aber eine Eskalation im Konflikt unbedingt verhindern. Das, was wir jetzt machen, ist, dass wir die unterstützen, damit das nicht geschehen kann. Aber wir hören nicht auf zu sprechen, weil, das ist klar, am Ende muss es eine Friedensvereinbarung geben. Aber das kann kein ungerechter Frieden sein, der ein Diktatfrieden Russlands gegen die Ukraine ist. Und derweil gedenkt Russland der 80-jährigen Befreiung von Stalingrad, dem heutigen Wolgograd. Putin zieht Parallelen zwischen den deutschen Leos und den Wehrmachtspanzern im Zweiten Weltkrieg. Es ist unglaublich, aber wahr, wir werden schon wieder von deutschen Leopardpanzern mit einem Kreuz auf der Seite bedroht. Ein weiteres Mal bereiten sie den Kampf gegen Russland auf ukrainischem Boden vor. Ganz im Sinne von Hitler und dem ukrainischen Nationalisten Bandera. Für den Nachmittag wird in Kiew eine gemeinsame Erklärung erwartet. Neben dem EU-Beitritt wird es da wohl auch um die Zeit nach dem Krieg gehen und besonders darum, wie das zerstörte Land wieder aufgebaut werden kann.
Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP scharf und wirft ihm vor, mit seiner Politik Klimaziele zu torpedieren. Den geplanten Ausbau von Autobahnen bezeichnet sie als rote Linie. Fridays for Future hat für heute einen Aktionstag in mehreren Städten geplant, um gegen den Autobahnausbau zu protestieren. Die Hauptkundgebung findet in Berlin unter dem Motto Berlin will Klima statt. Proteste sind auch in Hamburg, Wiesbaden und in Stuttgart angekündigt. Und wir bleiben noch beim Thema Klima, denn zwei Klimaaktivisten, die sorgen gerade für erheblichen Spott und auch für heftige Kritik. Denn statt wegen der Klimaaktion vor Gericht zu erscheinen, jetteten sie per Langstrecke in den Urlaub nach Südostasien. Ihre fadenscheinige Begründung, wegen der Taliban und des Ukraine-Kriegs hätten sie nicht mit Zug und Bahn über die Seidenstraße fahren können. Flieger statt Gerichtstermin. Gemeinsam mit anderen Umweltschützern hatten diese beiden Klimaaktivisten im September 2022 in Stuttgart eine Bundesstraße blockiert, sollten deshalb nun vor Gericht erscheinen. Stattdessen flogen sie nach Südostasien. Für viele unverständlich. Klima was machen wollen, dann setze ich mich an ein Flugzeug und mache da so einen Langstreckenflug. Weil das sehr widersprüchlich ist eigentlich, ne? Wenn man sich für das Klima einsetzt, und den Verkehr und auch das Leben von anderen Leuten gefährdet, indem man sich auf die Straße klebt, dann kann man nicht sagen, ich fliege jetzt mit dem Flugzeug in Urlaub und über einen Langstreckenflug. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Zunächst verteidigte ein Sprecher der letzten Generation die Flüge. Die beiden hätten diese als Privatperson und nicht als Aktivisten gebucht. Dann das Einlenken. Man könne verstehen, dass es negative Gefühle auslöse, wenn Protestierende der letzten Generation in ein Flugzeug stiegen, teilte die Organisation in einem schriftlichen Statement mit. Trotzdem, die Abwesenheit sei mit dem Gericht abgesprochen gewesen. Und sich politisch gegen den Klimakollaps zu engagieren, geht oft damit einher, das eigene Leben umzustellen. Es ist jedoch keine Voraussetzung, dies zu tun. Insbesondere beeinflusst es auch nicht, wie richtig oder falsch Forderungen an die Bundesregierung sind. Wer radikale Maßnahmen fordert, aber selber nicht danach handelt, sei nicht konsequent und heuchlerisch, entgegnen Kritiker. Natürlich ist das persönliche Verhalten eine Art von Maßstab, an dem jeder gemessen werden muss. Und ich bin da nicht kleinlich. Leute müssen nicht vegan oder vegetarisch leben, wenn sie die Welt retten wollen. Aber sich dermaßen gegen die eigenen Forderungen zu stellen, das ist schon schamlos. Mittlerweile äußerte sich auch das zuständige Amtsgericht. Die Abwesenheit sei zwar mitgeteilt worden, allerdings nicht genehmigt. Gegen einen der beiden wurde nun ein Strafbefehl ausgestellt. Und zwei Klimaaktivisten der letzten Generation, die störten eine Rede von CDU-Chef Friedrich Merz in Mainz. Sie setzten sich während einer Parteiveranstaltung mit einem Transparent vor das Rednerpult. Ziel dieser Aktion sei es gewesen, darauf aufmerksam zu machen, dass alle Parteien zu wenig gegen die drohende Klimakatastrophe tun. Eine Frau klebte sich übrigens auch mit ihrer Hand auf der Bühne fest. Sie sind doch schön, dass Sie noch da sind. Die Kollegen von denen sind zurzeit auf Bali und machen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Fahren Sie auch nach Bali. So, oder Ihre Ausbildung. Und Sie, Ihre Freundinnen und Freunde, wenn die dann so in 2 bis 3 Wochen aus Bali zurückkommen, gut erholt und sich wieder irgendwo ans Leben können. Die Fälle von gesprengten Geldautomaten in Deutschland, sie reißen nicht ab. Im vergangenen Jahr wurde ja mit fast 500 Sprengungen ein neuer Höchststand erreicht. Die Polizei ist sich inzwischen sicher, dass viele der Täter aus den Niederlanden und Frankreich über die Grenze nach Deutschland kommen. Sie jagen die Automaten in die Luft, plündern sie und dann verschwinden sie schnell wieder. Nun ist süddeutschen Ermittlern nach eigenen Angaben ein herausragender Erfolg gegen eine mutmaßliche Bande aus den Niederlanden gelungen. Nur wenige Minuten ein lauter Knall, was dann bleibt, ist Zerstörung. Besonders für Anwohner, die über oder in der Nähe von Geldautomaten wohnen, wie hier in Bad Iburg bei Osnabrück, eine Gefahr. Im letzten Jahr ist die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten in Deutschland auf 493 gestiegen, neuer Höchststand. Zusammen mit den niederländischen Sicherheitsbehörden konnten das bayerische und baden-württembergische Landeskriminalamt nun 9 schwerverdächtige Täter festnehmen sowie umfangreiches Beweismaterial sicherstellen. Das ist jetzt nach langer Zeit einmal ein großer Ermittlungserfolg gegen solche Bankautomaten-Sprengergruppen. Der Kern ist eindeutig wieder einmal in den Niederlanden zu suchen.
Anders als in den Niederlanden und Frankreich haben viele Bankautomaten hier noch nicht auf die Klebe- und Farbpatronentechnik umgerüstet, um das Geld bei einer Sprengung unbrauchbar zu machen. Die niederländischen, marokkanischen, afghanischen, türkischen und rumänischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in den Niederlanden sollen für über 50 Straftaten verantwortlich sein. Dazu gehören 34 Sprengungen in Bayern, 17 in Baden-Württemberg und eine in Thüringen. Sie sollen dabei 5,2 Millionen Euro erbeutet haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6,5 Millionen Euro. Besonders gefährlich an der Gruppe, anstelle von Gasgemischen sollen sie festen Sprengstoff verwendet haben, was besonders für Anwohner gefährlich ist. Weil sie eben in einem umschlossenen Raum explodieren, entfalten die eine unheimliche Sprengkraft, eine Sprengwirkung, die im Prinzip mit einem Bombeneinschlag fast vergleichbar ist. Die neun Festgenommenen sollen nun wegen schwerem Bandendiebstahl, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Zerstörung eines Bauwerkes in mehreren Fällen vor Gericht gestellt werden. Noch ist es nicht offiziell von den Ermittlern bestätigt, doch die traurige Gewissheit hat sich offenbar bestätigt. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde die seit über einer Woche vermisste 16-jährige Julia tot gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Sie konnte anhand ihrer Kleidung identifiziert werden. Die Teenagerin stammte aus dem baden-württembergischen Remshalden bei Stuttgart. Und das letzte Foto zeigte Julia, wie sie am Bahnhof von Kirchheim unter Teck, wo sie in einen Zug in Richtung Lenningen stieg. Danach verlor sich ihre Spur. Polizisten halten nach Spurenausschau, sichern mögliche Beweise. Kurz zuvor finden sie hier an diesem Hang während der Suche nach der vermissten Julia W. eine weibliche Leiche, offenbar ohne sichtbare Verletzungen. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben. Der Fundort des leblosen Körpers, die Gemeinde Lenningen, rund 40 Kilometer südlich von Stuttgart und rund 50 Kilometer entfernt von Julia W.'s Heimat Remshalden. Dort war sie vor über einer Woche verschwunden. Sie hat hier in der letzten Woche am Dienstagmorgen die elterliche Wohnung verlassen und ist nach unserem Kenntnisstand nach bewusst nicht bei der Schule erschienen. Ermittlungen haben dann in der Folge ergeben, dass sie um 9.17 Uhr beim Bahnhof in Kirchheim-Unterteck war. Das haben Bildaufzeichnungen so bestätigt. Dort stieg die 16-Jährige in den Zug Richtung Lenningen. Danach verlor sich ihre Spur. Wieso Julia W. nicht zur Schule gefahren ist und ob sie eventuell jemanden treffen wollte, ist noch unklar. Zwei Tage vor ihrem Verschwinden soll sie laut FAZ bei einem Handballspiel gewesen sein. Ob sie dort eine Person kennengelernt hat, die sie am 24. Januar hatte treffen wollen, ermittelt nun die Polizei. Und unsere gute Nachricht des Tages kommt auch aus den Vereinigten Staaten. Nach einem Verkehrsunfall in der Zockermetropole Las Vegas stieg nämlich Rauch aus dem verunglückten Auto auf. Ein Polizist und ein Passant, die zögerten nicht lange. Sie zogen den offenbar bewusstlosen Unfallfahrer aus seinem Wagen heraus. Und das war keine Sekunde zu früh, denn direkt danach ging das Sportcoupé in Flammen auf. Der gerettete Fahrer kam daraufhin ins Krankenhaus. Er soll sich inzwischen auf dem Weg der Besserung befinden. Heute Vormittag frischt an der Nordsee der Wind auf. Dort gibt es Regenschauer. Im Rest Deutschlands sind die Wolken bei Regen komplett dicht. Im Westen ist es trocken. Am Nachmittag wird es von Nordost bis Südost windig mit stürmischen Böen. Im Norden und an den Alpen gibt es zwischen den Schauern ein paar Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen in den östlichen Mittelgebirgen bei maximal 5 Grad. Im Westen ist es deutlich milder bei maximal 10 bis 11 Grad. Am Wochenende kommt an den Alpen einiges an Schnee runter. Im Norden kommt zwischen Regenschauern gelegentlich die Sonne durch. In der neuen Woche wird es zunehmend freundlicher und trockener.